Jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache ihn mal ab. Boah! Achte mal. Froschgeld, Dennis bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Ivo, ja. Ich habe Mist gebaut. Ich weiß. Erst, ich weiß. Was habe ich dir gesagt? Wenn ich einen Fehler mache, dann gibt es eine Kettenreaktion. Ja. Und jetzt haben wir diese Kettenreaktion. Wir hatten eine Dichtung gehabt, was ich nicht einordnen konnte. Ne? Leute haben auch geschrieben gehabt, bevor du irgendwas falsch machst oder irgendwas vergisst und später halt bereust, guck dir das nochmal an. Habe ich gemacht. Ich habe das Video hochgeladen. Ich war zu Hause, habe mir das Video angeschaut. Ich habe die Kommentare durchgelesen und habe gesagt, ey, irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, wo die Dichtung hinkommt. Bin doch mal hier hingekommen, habe mir die Dichtung angeschaut. Leute, ich hatte ja das Problem gehabt, dass ich diese eine Dichtung nicht wusste, wo die hingehört. Und dann dachte ich, dass VW die falsch bestellt hat. Hab das wieder alles auseinandergebaut. Wo könnte die Dichtung hinkommen? Es war Ölkühler. Und ihr glaubt es nicht. Und hier hat er am meisten verloren. Unglaublich. Da ist überhaupt nichts mehr dran. Nix. Null. Zero. Wow, ey. Gut, dass ich nochmal gekommen bin und das Ganze nochmal angeschaut habe. Das ist das hier. Ah, ne. Die große ist hier. Okay, aber die kleine weiß ich nicht. Die kleine kann hier sein. Baue ich das auch nochmal aus. Aber ihr seht das, ne. Das Ding ist komplett flach geworden. Hier hat er komplett verloren. Da sieht man auch die Spuren schön. Eieieiei, stellt euch mal vor, ich hätte das Ganze so zusammengebaut und das Ding hätte sowas von Öl verloren wieder. Guckt euch bitte mal diesen Unterschied an. Die anderen waren platt gedrückt. 2 mm waren die auch kleiner, ne? Jetzt mache ich alles sauber und dann rein damit. Hier hat der verloren. Und guckt dir diese Stelle an. Und das war unser Hauptproblem, wo der geölt hat. Und das ist hier für den Einfüllstützen gewesen. Das habe ich auch gewechselt. Super. Glück und Unglück, sage ich mal. Um dieses komplette Einheit abzubauen, müsst ihr erstmal den Ölfiltergehäuse abbauen. Ansaugbrücke muss ab. Diese Leitung muss ab. Und diese Leitung habe ich abgemacht. Das ist ja unsere Dieselleitung, Vor- und Rücklauf. Habe ich mir die Dichtung angeschaut. Diese Dichtungen sind immer unten. Die unteren Dichtungen, die waren super, weil ich die ja selber erst reingesteckt habe. Und dann so reinmontiert habe. Und siehe da, ich habe mir die Dichtung angeschaut und die sind alle angefressen. Ich habe es richtig schön mittig drauf gemacht und dann langsam angezogen. Ne, wir haben ein bisschen mit Fett gearbeitet. Ja, siehe da, er hat diese ganzen Dichtungen, also nicht nur eine, alle Dichtungen. Ja, alle. Alle 10 Dichtungen hat er leicht, wie soll ich sagen, wie so mit so einem kleinen Cuttermesser das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht. Alten Dichtungen genommen, habe die wieder eingebaut, anscheinend kann ich nicht alle 10 Pinne gleichzeitig reinzumachen, das ist unmöglich. Dabei habe ich mir eine Taktik natürlich überlegt, habe die jetzt gefunden, man steckt die alle einzeln rein und dann macht man die Einspritzleiste rein. Und das habe ich gestern gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es drüben aussieht auf der rechten Seite, ob wir genau das gleiche Problem haben. Auf der linken Seite hatten wir das. Werden wir jetzt die rechte Seite ganz kurz abbauen. Ja, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Deswegen bin ich froh, dass ich diese Dichtung vergessen habe. Und ich bin froh, dass ich diese Leiste nochmal abbauen musste. Zum Glück. Weißt du, was das Gute ist, Ibor? Das Ding kann ich jetzt so schnell wieder aus- und einbauen, das ist unglaublich. Ich kann ich jetzt schon blind machen. Ja, so wie wir das aufgebaut haben. Wir? Okay. Ah, so, jetzt werden die ganzen Dichtungen natürlich wieder draufkleben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier auch das gleiche passiert ist. Wie man sieht, überhaupt alle sind drin. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache ihn mal ab. Boah! Achte mal. Nein, ne? Was? Wow. Ey. Soll ich dir was sagen? Was denn? Zum Glück. Zum Glück haben wir es ausgebaut. Ach, der ist perfekt. Der hat gar nichts, Ivo. Der hat auch nichts. Auch gut. Aber es reicht, wenn einer undicht ist, reicht es, ne? Guck mal hier, haben wir auch. Ganz leicht.
auch nichts über. Hier auch. Alle drei. Vier Stück von 10. Wahnsinn, ne? Wir haben jetzt alle bestellt, ne, Ibo? Die auch noch immer. Weil da sind jetzt alte drin, 10 Stück, ne? Ja. Die bauen wir jetzt auch aus. Komm, anderen Seite wird ihr jetzt sehen, dass da nichts dran ist. Hier haben wir auch nichts. Auch nichts. Perfekt, auch nichts. Alles super. Die Seite perfekt. Also die alten, ne? Das sind ja die alten. Die Dichtung haben wir bestellt, die kommen jetzt neu. Und dann bauen wir den wieder zusammen. Wir hatten ja schon zusammengebaut, aber wir bauen den nochmal zusammen. Ja. Übung macht den Meister, Ivo. Ich hatte ganz kurz Zeit gehabt. Da habe ich gesagt, komm, guckst du dir das mal an, was du hier abbauen musst. Fürs Lenkgetriebe, weil wir müssen ja das Lenkgetriebe hier umtauschen. Von diesem ganz kurz, ach, wie geht das ab, wie geht das ab, habe ich das Lenkgetriebe schon gelassen. Aufpassen, hier sind sehr viele Hydraulikleitungen. Hä, könnte ich das nicht jetzt einfach so rausholen? Könnte ich doch, oder nicht? Muss ich den jetzt komplett von da? Nein, muss ich doch nicht. Ja, voll den Denkfehler. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell abgeht. Ja, 2003 wurde auch nie getauscht. Aber achte mal, Ibo. Axialgelenke, sowas von kaputt. Das ist ja nicht normal. Ich habe einen Phaeton V10 für 2000 Euro gekauft. Und das ist klar, dass der Probleme hat. Ne? So, jetzt machen wir den mal raus. Und dann sehen wir unser Übeltäter schon hier. Guck mal, da ist schon so eine Dichtung. Kommt hier schon entgegengeflogen. Wie sieht es hier aus? Genauso. Guckt ihr das an. Auch die Dichtung auch entgegengeflogen. Komm. Ja, und boah, guck mal, der hat sogar hier eine Dichtung. Ne? Für die Achsmönche hat er auch eine Dichtung. Ja. Geil. Sieht man auch nicht immer. Ja, also hier drinnen verliert der unheimlich viel Öl. Mal gucken, ob wir da was rauskriegen. Ja, siehst du ja schon. Wie sieht es hier aus? Ja, beide Seiten hat er verloren. Aber ey, die Gelenke waren ja richtig kaputt. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Gut. Hier hast du mal schön gesehen, wie er Öl verloren hat. Und das ist ja auch lebensgefährlich, Leute. Ne? Guck mal, hier Bremsschlauch. War komplett voll. Oh, nee, das ist nicht Bremsschlauch. Okay, das ist die Leitung. Hier ist der Bremsschlauch, aber der ist auch voll. Hier siehst du schön, wie er nach hinten verloren hat. Ja. Ne? Guck mal hier. Guck mal, bis nach hinten hin. Ja, und sowas ist natürlich gefährlich. Weil, stell mal vor, du hast riesen Bremsscheiben. Wenn das da schön an die hintere Bremsscheibe kommt. Also, ja, weißt du, was jetzt Sinn macht? Wenn wir das Ganze... Ach, guck mal, die Abdeckung hier ist kaputt leider. Können, ob wir die ganzen Sachen besorgen können, die Querlenker. Bevor wir den Motor komplett zusammenbauen, weil die Querlenker sind 20 Jahre alt. Genau. Ja, gewechselt? Nein. Bremsen müssen wir wechseln. Querlenker. Antriebswelle haben wir eine Seite gesehen. Hier erstmal das ganze Ölverlust. Ja. Na? Schon viel. Ja, das ist viel. Guck mal, hier fängt das schön an, bis nach hinten hin. Hier hatten wir keinen Ölverlust, bisschen Abgase und dann hier komplett. Und dann hier die Achsmanschette. Siehst du ja. Bei der V10 war ja alles kompliziert gewesen, Ibo. Aber beim Lenkgetriebe haben wir das gut gemacht. Ja, und die Abdeckung, ey, ich bin so ein Fan von diesen Abdeckungen. Und Leute, ich muss eins sagen, wie geil ist das Innere vom V10? Ich saß da drinnen, dieses Leder, ne, das ist ja noch echtes Leder, also die Materialien und so, richtig hochwertig hier bei denen, Wahnsinn. So, Ivo, ja. Ich besorge schnell das Lenkgetriebe, kriegt man vom Zubehör zum Glück, sehr teuer, aber egal, ich hole mir das jetzt, dann bauen wir das ein und dann haben wir Kapitel Lenkgetriebe abgeschlossen. Ja. Und danach gibt es eigentlich nur noch eins, Motor einbauen. Hochzeit. Hochzeit, genau, so ist es. Wir haben wieder ein Problem. Was denn? Das Lenkgetriebe war auf Anfrage. Ich habe angerufen und die haben nachgeschaut und haben gesagt, dieses Lenkgetriebe gibt es nicht mehr. Gar nicht? Gar nicht. Was machen wir jetzt?
Wir werden das jetzt einmal wegschicken und mal gucken, was sie sagen. Vielleicht kriegen wir das instand gesetzt und dann noch viel günstiger. Alle einzeln reingemacht erstmal, ne? Habe ich so reingesteckt, der ging auch sehr schwer rein. Hab den wieder rausgeholt und tatsächlich war die Dichtung wieder kaputt. Jetzt habe ich alle drinne, beide Seiten. Und dann werden wir vorsichtig diese Einspritzleiste drauf machen. Es darf kein Widerstand sein und die müssen richtig drauf sein. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Ansonsten machen wir die obere Dichtung kaputt. Dann haben wir wieder ein Problem, das Ding wird undicht. Also echt Wahnsinn. Ivo? Ja? Kannst du ruhig ein bisschen näher kommen? Oh, ich habe heute Allergie, ey. Sorry, Leute. Und Dankeschön. Dankeschön. Ihr seht, ich habe da ordentlich reingesprüht. Ordentlich, Leute. Aber wusste ich. Ich habe keine andere Wahl. Das Ding wird am Anfang bestimmt sehr bescheiden laufen, weil da so viel Fett drin ist. Aber ich habe da keine andere Wahl. Ja, hier sitzt der nicht, da sitzt der, da sitzt der, da sitzt der, da sitzt der. Und jetzt werden wir den einfach mal vorsichtig. Guck mal, hier ist er rein. Da. Da ist er drin. Ich hoffe mal, dass er drin ist. Das sieht gut aus. Jetzt machen wir den fest. Super. Der ist super reingekommen. Jetzt machen wir den. Ah, der sitzt auch perfekt. Auch gut. Das sieht jetzt gut aus. Mal schauen. Versuchen wir mit der Hand festzumachen das Ganze. Also hinter der Kamera ist auch Timo da. Der macht bei VW Ausbildung. Zweite Lehre. Timo, siehst du sowas auch bei VW, solche Motoren? Nein. Warum wohl? Die sind ja stabil, ne? Die gehen ja nicht kaputt, deswegen vielleicht. Ich habe es echt mit der Hand festgezogen. Kein Widerstand, gar nichts gespürt. Nach Herstellerangaben, die ich nicht habe, festzieht. Sicher ist sicher, ich habe da keinen Bock, dass die Schraube hier kaputt geht, ey. Dann ist der erst recht kaputt. So. Werden wir dann sehen, ob er dicht ist oder nicht. Motor wieder zusammengebaut. Rostklappen sind drauf. Stecker ist drin. Hier die Schraube muss ich noch festmachen. Vorne ist er eigentlich so weit zusammengebaut, bis auf diesen Flansch hier. Ja? Den lasse ich ja locker, weil wir diesen Flansch noch hier einbauen müssen. Das wird ja auch noch ein bisschen schwer. Hier, dieser Wasserflansch hier. Aber diese kleine Dichtung habe ich noch. Und diese Dichtung. Mehr ist ja auch nicht übrig geblieben. Hier, das seht ihr. Das ist die Dichtung hier. Für den. Und dann habe ich diese kleine Dichtung, das ist für den. Und dann habe ich ja noch eine Dichtung. Dann wusste ich erstmal nicht, was das ist, jetzt weiß ich es. Das ist hier vorne die Dichtung. Hier, hier ist die Dichtung. Hier ist ja beides kaputt gegangen. Wahnsinn. Beide müssen noch drin. Da sind sogar beide drin. Ich habe jetzt Zeit, diesen Wasserflansch erstmal zu besorgen oder versuchen, das zu reparieren. Und dann habe ich mir noch gedacht, dass ich vielleicht für beide Sachen noch so ein Reparaturset besorge. Weil bei VW gibt es die nicht. Da muss ich erstmal ein bisschen recherchieren. Das ist jetzt alles übrig geblieben. Da muss ich noch ein paar Sachen nehmen, wie zum Beispiel hier, weiß ich noch schon, aus dem Kopf hier eine Halterung. Dann haben wir hier die Halterung, muss ich noch einbauen. Das sind so Kleinigkeiten, aber weiß ich alles. Ja, hier Wasserschlauch, das kam hier hin drauf. Hier unten ist ja auch noch ein Wasseranschluss. Ne, weiß noch alles, das ist gut. Aber tatsächlich so ein paar Unterdruckschläuche weiß ich nicht. Also das, ja, der hat ja immer ein paar Unterdruckschläuche. Da muss ich nochmal schauen, wo die alle hinkommen. Und die waren ja ein, zwei waren kaputt. Das müsste ich mir nochmal anschauen, aber das ist ja, mein Gott, das kriegen wir hin. Wie gesagt, jetzt warten wir erstmal, bis unser Lenkgetriebe zurückkommt. Ihr könnt mir echt die Daumen drücken. Apropos Daumen, ihr könnt mir auch einen Daumen da lassen. Das wäre natürlich auch gut. Diese Leitung haben die echt mies gemacht, muss ich sagen.
Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es heißt Phaeton verschrotten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tuzzi. Bis dann. Rein. Ciao.